Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute ein Making-of zu dieser Puzzletorte, die für die Hochzeit von Alex und Ela war, wo ich auch Gast von war und euch nachher auch Anschnittfotos von zeigen werde. Das ganze Video ist ein bisschen chaotisch, ihr seid also vorgewarnt, aber auf Instagram die Abstimmung hat auf jeden Fall ergeben, dass ihr das Video dennoch sehen möchtet, also seid vorgewarnt. Wir machen aber das Beste draus. Ich habe wie immer angefangen und habe mir Biskuit halt fertig gemacht. Das heißt, wir hatten eine dunkle Torte und eine helle Torte. Was ihr jetzt hier seht, ist, dass ich meinen dunklen Biskuit gerade fertig mache und was ich da in der anderen Schüssel gerade hatte, war schon Buttercreme, die ich mir vorbereitet habe. Die genauen Mengenangaben und so werde ich euch dieses Mal nicht vorrechnen. Wenn ihr aber wissen möchtet, wie ich alles soweit aufgeteilt habe, schreibe ich das gerne mal in die Infobox mit den passenden Rezepten dann dazu. Aber ich dachte, wir konzentrieren uns bei diesem Video eher um die eigentliche Form, wie ich da hingekommen bin, anstatt für wie viele Leute das eigentlich gedacht ist und den ganzen Spaß. Gut, wir waren beim Biskuit stehen geblieben. Ihr seht, ich mache hier einen dunklen Biskuit, das heißt, da ist ein richtig gutes Backkakaopulver drin. Ihr wisst, normales Nesquik oder Kaba-Pulver funktioniert für einen richtig schönen Schokobiskuit leider überhaupt nicht. Also guckt, dass ihr da einen guten Backkakao bekommt, das dann mit ganz viel Liebe unterhebt und dann in eure Form füllt. Die Form, die ich hier benutze, da hatte ich vorher schon den hellen Biskuit drin gebacken, deswegen sieht man auch diesen leichten Backrand am Rahmen schon. Und ich gucke auch mal, ob ich euch diesen Rahmen hier verlinke. Der hat für mich super funktioniert. Den hatte ich mir neu zugelegt, weil mein alter Rahmen total verbogen und verschoben war. Also der war super. Ich habe trotzdem den Rahmen einfach fixiert mit diesen Klemmerchen, damit der mir beim Backen nicht auseinanderrutscht. Weil das will, glaube ich, keiner. Naja, die Masse ist auf jeden Fall in meinen Rahmen gefüllt worden und dann ab in den Ofen gewandert, wo die dann halt ganz normal gebacken worden ist, bis mein schöner dunkler Biskuit rauskam. Und den habe ich dann nach dem Backen, genauso wie meinen hellen Biskuit, komplett abkühlen lassen. In der Zeit habe ich mich halt hier um meine beiden Cremes gekümmert. Beides mal italienische Buttercreme, wie ihr wisst. Und was ich auch gemacht habe, hier kommt es halt zu dem Chaotischen, ist, dass ich mir meine Platte vorbereitet habe. Und als die beiden schon, ich glaube vor 2 Jahren gesagt haben, wir möchten halt eine Puzzletorte von dir, dachte ich mir, oh, ich habe keine Platte, die groß genug ist. Was mache ich da am besten? Habe mir das dann so überlegt, dass ich mir ein großes Stück Holz im Baumarkt einfach habe zuschneiden lassen. Habe den Herrn da gesagt, ich brauche ein Stück, das so viel mal so viel ist. Könnt ihr mir das an eurem Gerät hier schneiden? Und das ist für die halt gar kein Problem. Das hat, weiß nicht, 2 Minuten, glaube ich, gedauert. Die haben mir das geschnitten und die Platte hier hat dann, glaube ich, irgendwie 3 Euro gekostet. Ich wollte die Torte aber natürlich nicht auf das rohe Holz legen, obwohl das bei bestimmten Holzsorten auf jeden Fall in Ordnung ist. Mir war aber lieber, das Ganze nochmal abzudecken, deswegen habe ich mir so eine Wachstischdecke, heißen die, glaube ich, gekauft. Die sind ja lebensmittelecht, immerhin benutzt man die als Tischdecke und die färben nicht ab, die sind ultra stabil. Die habe ich mir dann einfach nur in weiß gekauft und schlage dann damit mein Holzbrett ein und tacker das mit so einem krassen Mega-Tacker halt einmal fest, dass so unsere Holzplatte schön eingewickelt ist, darauf geschnitten werden kann, das Holz heile bleibt und halt alle zufrieden sind. Außerdem war die ultra stabil, also das war super. Die hatte ich mir halt dementsprechend dann schon vorbereitet und auf Seite gelegt. Ich bin aber in ein anderes Problem gerannt, was ich euch nachher auch nochmal zeige. Zuerst sind wir aber jetzt hier wieder beim Biskuit, der zu dem Zeitpunkt komplett kalt ist. Das heißt, ich habe morgens angefangen mit dem Biskuitbacken und das hier war dann am späten Nachmittag. Das heißt, er war 100% ausgekühlt und daher optimal zum Weiterverarbeiten jetzt. Was mir immer so ein kleines Dorn im Auge ist, gerade bei eckigen Torten, ist, dass die 4 Spitzen von meinem Quadrat hier halt sehr, sehr trocken einfach backen, weil da die Hitze natürlich am größten ist. Das heißt, da schneide ich am liebsten den Rand immer ein bisschen ab, dass die Leute, die halt ein Eckstück bekommen, nicht halt so einen ultra trockenen, voll harten Kuchenteig bekommen. Ich glaube, das ist verständlich. Das heißt, ich habe da echt so ein Mühe abgeschnitten, dass dieses trockenste Eckstück halt weg ist und habe meinen Boden dann in 3 Böden geschnitten. Das Messer verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Das war jetzt gerade lang genug, um damit alle meine Böden einmal schön gerade zu schneiden. Aber bei ganz großen Torten ist das manchmal etwas kompliziert. Aber ich hatte ja noch Glück, Gott sei Dank. Hier kommen wir dann zu dem nächsten Problem. Und zwar dachte ich mir, die fertige Torte auf einer Platte zu bekommen, ist eine Sache. Aber die Torten auf einer Platte einzusetzen, die dann in meinen Kühlschrank passt, ist nochmal eine ganz andere Story. Das heißt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die Torten alleine, also einzeln schon so groß sind, dass ich keine Platten dafür habe.
musste dann etwas improvisieren, war damit nicht ganz zufrieden. Zeige euch auch nachher noch, was ich dann gemacht habe. Einmal aber hier kurz zum Füllen. Ich habe die Böden, wie ihr hier sehen könnt, mit dem Mandarinensaft, wo die Mandarinen rauskamen, damit getränkt, damit die richtig schön fruchtig sind und halt schön saftig. Habe dann da meine Vanillebuttercreme draufgegeben, das Ganze mit den Mandarinen getoppt, beides mal die Mandarinen vergessen, dann halt draufgeschmissen und dann habe ich die Torten grob eingestrichen und kaltgestellt. Und hier war das dann am nächsten Morgen. Ich bin dann abends noch zum Baumarkt gefahren, habe mir so eine Art Styroporplatte besorgt und die auch noch in diese Lacktischdecke eingewickelt und darauf habe ich dann meine Torten komplett fertig gemacht. Die waren stabil genug, um darauf halt super gut zu arbeiten, groß genug, war nicht ultra teuer, was für mich super war, weil ich die wirklich nur für dieses eine Mal gebraucht habe und dadurch hat dann alles nachher doch super funktioniert. Nur ist es wichtig, wenn ihr so eine große Torte macht, dass natürlich auch der Kühlschrank groß genug ist, wo ihr das Ganze reinpackt. Aber da hatte ich Gott sei Dank Glück mit. Aber auch gerade so, nur gerade so. Ja, wie ihr seht, das hier ist jetzt am nächsten Tag. Meine Torten waren eingesetzt, über Nacht im Kühlschrank, damit die richtig knacke kalt sind und werden jetzt hier nochmal komplett eingestrichen und die Puzzleform kommt gleich ins Spiel. Vorher war mir aber wichtig, dass das Quadrat einfach erstmal so scharfkantig wie möglich ist. Bei viereckigen Torten ist für mich das A und O, also ich finde, da steht und fällt diese Form gerade, dass die Ecken einfach richtig akkurat, sauber, ordentlich eingestrichen als auch nachher eingeschlagen sind. Und dass die Ecken obendrauf auch halt gerade gucken und nicht nach unten traurig aussehen. Das ist mir immer ganz wichtig und da nehme ich mir auch immer gerne viel Zeit für. Also da musste ich einfach ein bisschen klamüsern und das hat auch relativ lange gedauert. Ich habe die dann aber halt eingestrichen, kalt gestellt, damit meine Einstreiche nochmal schön fest wird. Habe mir dann mein Puzzlestück, meine Art Schablone vorgemalt, auf meine Torte gelegt und schneide jetzt hier zu dem Punkt, wo meine Torte halt wirklich knackekalt ist, schneide mir jetzt hier einmal dieses innere Stück raus, was ich mir dann raushebe, ist ja stabil genug, um rauszuheben und das dann außen an die lange Seite setze und habe dann dadurch mein Puzzlestück. Also die Form an sich, das da hinzukommen, war eigentlich relativ einfach, weil ihr wirklich nur diese zwei inneren Stücke rausschneidet, um die außen dran zu setzen. Aber was dann nachher auch nochmal super lang gedauert hat, was ich ein bisschen unterschätzt habe, war das Einstreichen von diesen beiden Öhrchen außen, als auch diese Kurven innen. Also das hat mich auch nochmal relativ viel Zeit gekostet, aber auch da war mir einfach wichtig, dass das alles wirklich sauberst eingestrichen ist, damit das ordentlich aussieht. Das war mir super wichtig. Und da habe ich mir dann auch noch mal ein bisschen Zeit genommen und vor mich hingefummelt. So, dann ging es weiter. Das war dann relativ weit abends am Freitag. Samstags war die eigentliche Hochzeit. Und hier fange ich jetzt an mit dem Einschlagen der Torte. Und ihr könnt euch ja vorstellen, bei so einem etwas ungewöhnlichen, bei einer ungewöhnlichen Form ist das mit dem Fondant einfach drauflegen und einschlagen leider nicht so richtig getan. Das heißt, was ich gemacht habe, ist mir meinen Marzipan, wir arbeiten mit Marzipan hier, Ausrufezeichen, ausgerollt habe, die Decke oben drauf gelegt habe und dann so drumherum geschnitten habe. Die Methode kennen, glaube ich, nicht so viele. Das ist halt so eine Art Wickelmethode für gerade solche spaßigen Formen. Ist das immer sehr, sehr angenehm. Funktioniert für mich super, hat aber auch einen Nachteil. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Den Marzipan, den ich hier benutze, der ist von Patty Versand, den hatte ich hier auch zum ersten Mal ausprobiert. Der war weiß eingefärbt und ich habe eine Torte natürlich in weißem Marzipan gelassen und die andere Torte, die ihr hier sehen könnt, in so ein Magenta gefärbt. Das heißt, weißer Marzipan eingewirkt von Patty Versand, ist unten verlinkt und die eine Menge habe ich mit dann noch umgefärbt, weil die beiden halt ein Farbthema Blau und Magenta hatten. Und dann lehnt man das natürlich daran an. Hier schneide ich jetzt den Rest von meinem Marzipan mit einer desinfizierten, extra für mich immer separat zur Seite gelegten Marzipan- oder Fondantschere. Das heißt, die benutze ich immer, wenn ich meine Torten schneiden muss, benutze ich nur genau diese Schere, damit die auch für nichts anderes benutzt wird und da nichts drankommt.
Ja, dann ging es weiter mit dem eigentlichen Drumrumwickeln. Das heißt, ich habe mir diesen Marzipan nochmal genommen, in einen langen Strang gerollt und diesen langen Strang dann wirklich schön dünn ausgerollt, schön gleichmäßig. Und hier kommt jetzt wieder so eine Art Basteln ins Spiel. Das heißt, ich habe mir das zuerst gerade geschnitten, habe dann abgemessen, wie hoch meine Torte ist und dementsprechend dann diesen langen Streifen markiert. Und es ist so doof zu erklären, aber ich glaube, ihr seht das halt, dass mein Marzipanstreifen genau so hoch ist, wie meine Torte ist. Dann wird das Ganze aufgewickelt und an der Torte wieder abgewickelt. Hat halt auf jeden Fall den Vorteil, dass meine Kanten alle sehr, sehr schön bleiben, weil da nichts runtergezogen und einfach eingedrückt wird oder so und ich einfach nach und nach wirklich schön drumherum arbeiten kann. Nachteil, den ich euch aber eben gesagt habe, den gibt's. Den seht ihr auch hier. Man hat halt diese Nähte oben drauf. Und kommt drauf an, was man für ein Medium zum Einschlagen benutzt, kriegt man die Nähte nicht weg. Das heißt, was ich gemacht habe, ist mir einen Marzipankneifer genommen. Wie das funktioniert, wisst ihr ja. Und habe damit einfach die ganzen Nähte zusammengekniffen und dann ist das eigentlich gar keinem mehr aufgefallen. Also da war ich mit dem Ergebnis total zufrieden dann. Das hier ist jetzt am Samstagmorgen kurz nach 7. Meine Torten sind schön kalt gewesen, die waren über Nacht im Kühlschrank. Ich habe die jetzt auf meine vorbereitete Platte gesetzt und komplett fertig gemacht. Dass ich unten dieses Band drum gelegt habe, das habe ich mit so einem Fondant-Extruder gemacht, also das ist auch nichts Neues für euch. Das Schild habe ich, das ist eigentlich alles schon Sachen, die ihr mehrfach von mir gesehen habt. Was ich jetzt hier noch benutzt habe, um das Ganze fertig zu machen, ist so ein Silberspray, was so richtig schön schimmert und glitzert. Habe damit dann einmal großzügig halt meinen Glitzerstaub verteilt. Das Figürchen habe ich ganz normal bei Amazon bestellt, verlinke ich euch gerne. Genauso wie die Ausstecher von diesen Puzzleteilen. Auch super einfach. Also das Dekorieren war relativ einfach, deswegen bin ich da auch nicht näher drauf eingegangen. Aber das war dann das Endergebnis. Die beiden haben das dann angeschnitten. Die Torte ist morgens um 8 von mir geliefert worden. Dann bin ich mit ins Standesamt und wir haben dann um 15 Uhr angeschnitten. Das heißt, das war dann hier der Fall. Und wir mussten erstmal beratschlagen, wie wir das Ganze am besten anschneiden und portionieren. Aber die beiden haben halt erstmal halbiert und dann einfach vor sich hingeschnitten. Da lasst ihr die Brautpaare auch einfach am besten erstmal machen. Die sollen sich da ausleben. Ist immerhin der ihre Torte. Die haben dann beide genascht, waren total zufrieden, haben sich dann weiter um ihre Gäste gekümmert und die Gäste haben dann aber auch die Torte bekommen. Was ein bisschen doof war bei der Location hier, es hat sich irgendwie niemand fürs Portionieren angesprochen gefühlt. Das heißt, die Gäste haben angefangen an der Torte so ein bisschen rumzuhacken, wie ihr da sehen könnt. Und dann nach ein paar Minuten habe ich gesagt, Moment, stopp, ich mache das, gebt mir das blöde Messer in meinem schönen Kleidchen. Ich schneide das für euch, sonst wird das hier, glaube ich, ganz dramatisch, aber... Das war dann dennoch das Ende vom Lied. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es etwas chaotisch war und ihr konntet was dazulernen. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen, da ist alles verlinkt, was ihr wissen müsst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!